Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Monk wieder ein bisschen weiter. Der ist mittlerweile auf Stufe 83. Und ja, ich bin hier mit einem Kollegen in Mist of Pandaria unterwegs. Der fliegt mich hier gerade ein bisschen rum, weil ich mein Eis am Futtern bin. Und ja, ich bin ein bisschen heiser, deswegen dachte ich mir, ich hole mir jetzt ein Eis, futter das ein bisschen. Sonst kann ich ja euch nicht, beschallen quasi. Schokoeis, wer es wissen will. Und wir fliegen die Dings ab hier, die Schätze. Und irgendwie spackt immer noch mein Addon rum, beziehungsweise bei ihm auch. Als hat er sich die Lokalitäten von den Schätzen quasi einmal mit, hier TomTom rausgebastelt und wir fliegen die halt ab. Die meisten weiß ich sogar, wo sie etwa rumliegen, ne, auswendig, weil ich das hier schon das ein oder andere Mal gemacht habe. Aber, naja, an alle kann ich mich auch nicht so ganz erinnern. Du hast gewonnen, ja, GZ. GZ an der Stelle. So, ich muss mein Eis essen, ohne dass es Unfälle gibt. Bis jetzt sieht es gut aus. Ja, da oben ist eins. Da oben ist einer. Aber der bringt auch kaum EP. Das ist, glaube ich, da oben in dem Dings drin. Nein, dahinter musst du. Also ich fliege nicht selber. Liegt am Skin. Hast du denn einen schönen Skin? Ah, komm. Hier, ich mach das selber. Mein Knecht ist nicht gut genug. Hier oben ist das Ding. Siehst du hier? Ich weiß die alle auswendig. eigentlich müsste ich nicht mit ihm mitfliegen, ja? Weil ich eh alle mittlerweile. Ich habe ja halt 70 Chars das schon gemacht, ja? Den Scheiß. Aber egal. Jetzt auf geht's. Dann muss ich nicht selber fliegen, weil ich kann mein Eis essen, deswegen lasse ich ihn das machen. Ich greife dann ein, wenn es notwendig ist, so wie gerade eben. Wir haben Brock, ein Dungeon. Jetzt sind die runtergefallen. Ernsthaft? Ist das ein Dreck, oder? Okay, muss ich schauen. Wie lange ich schon WoW spiele? Seit Mitte Classic spiele ich schon WoW. Also seit 2005? So Pi mal Daumen, würde ich jetzt mal sagen. Also genau kann ich dir nicht sagen, aber mit die Classic, ja. Also schon eine ganze Weile. Schon eine ganze Weile, tatsächlich. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was leisten. Inwiefern anders? Erläuter das mal, das interessiert mich jetzt. Du meinst, die haben Eisflecken auf dem T-Shirt? Bis jetzt habe ich noch keine drauf, ne? Aber das kommt noch wahrscheinlich. So, okay, auf geht's. Das kommt noch. Ach ja. Oh, war der Pull clever? Komm, wir stunnen sie jetzt. Laufen hier rein, dann triggern wir nämlich das Boss-Event. Und dann dauert, weil es dauert immer ewig, er labert hier Clan Hardhack und Clan irgendwas, das interessiert mich alles nicht, welcher Clan, wen hier, oh kacke, oh nein, ich bin gestunt. Nein, oh fuck it, okay, das hat nur den Schaman getötet, das interessiert mich nicht. Okay, ja, das wird nix, wir rollen hier mal weg. Stagger ist auch auf Maximum, Self-Heal, ja, ich habe jetzt die Tentakeln gezogen, die sind total wasted, aber... Okay, wir haben aber echt low DPS, ne? Jetzt kommt der Boss halt schon. Das ist vielleicht jetzt doch nicht so gut. Komm her. Der eine Trash-Mob lebt jetzt noch. Aber, also, schneller war es jetzt auf jeden Fall. Das schon. Wir essen mal ein Gold. Aber essen wir ein Gold, also sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Kennt ihr die WoW-Folge von South Park? Alles gut. Alles gut. Ich lieg eigentlich so drin wie der South Park-Typ, ne? Wir müssen das jetzt alles wieder so überblendet hier. Ja, das ist ein bisschen blöd mit der Kamera mit diesen Lichtverhältnissen. Man hat's nicht leicht. Ach so. Ich sehe das jetzt gerade. Genauso, ja. Genauso wie der South Park-Typ. Ideal. Ja, das liegt an einem hellen Boden, weißt du? Das siehst du mal, wenn ich jetzt zur Decke gucke. Ja, krass, schau, was das hier ausmacht. Alleine, weil der Boden hier zu hell ist.
Wie ich das hasse. Mit Schale am Hintern. Naja, die habe ich leider nicht, ne? Soweit. Schüssel, ja, richtig. Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Ich habe nur eine Schüssel hier und da ist zwar auch was Braunes drin, aber es ist Schokoeis. Oh, Scheiße. Was kommt schon? Noch ein Ranked. Mach das mal. Ich drück dir die Daumen. Und alles andere. So. Ja, ein bisschen muss ich noch bis. Was macht denn der Hund mit dem Typen? Seht ihr, der Hund vergewaltigt gerade den Mage und ich bin gerade hier hochgeflogen. Das war jetzt auch nicht. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn da gerade passiert? Der ist ja richtig abgegangen, der Hund. Okay. Perfekt. Geht er down. Warte mal, das war der letzte, oder? Nicht, dass ich jetzt einen vergessen habe. Doch, ja, das war der letzte, ich wollte gerade sagen. Oh, das war jetzt Level Up, oder? Ja, Level 84. Was kotzt? Jetzt sagt nichts gegen mein Eis, ne? Also hier. Achso, der Hund meinst du? Ja, der geht richtig ab. Der wollte's wissen, der Köter. Na komm her. Hier in den Viechern darfst du nicht stehen bleiben, weil die stunnen dich, ne? Du musst eigentlich immer weiter moven. Weil das ist ein Stun, ne, den sie da wirken. Solange du immer weiter movest, können sie dich nicht stunnen. Müssen die Quest hier machen, ne? Deswegen muss ich die. Das ist halt Kacke, das ist so wie. LOL! LOL! Du hast sie da runtergekickt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat er gesehen? Der hat den da runtergekickt, jetzt kommt der Boss hoch. Was passiert jetzt? Das hab ich noch nie gesehen, dass das geht, dass die Mobs da runtergehen. Jetzt habe ich den Stun auch gefressen. Kommt der Boss jetzt hoch? Oh mein Gott! LOL, also ich war ja hier schon oft drin, aber das habe ich noch nie gesehen. Ja, das könnte jetzt interessant werden, sagen wir es mal so. Vor allem jetzt kommt halt aller Trash von allen Seiten, ne? Okay, der hat ihn geschiebt. Gut, dass ich da gerade noch draufgehauen habe. Kommt noch ein Stealth-Mob. Ja, das Problem ist, die geben halt hier so ein Schutzschild zu allen anderen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die normalen Mobs auch das Schutzschild kriegen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ja, HT ist eine gute Idee an der Stelle. Ja, schau, jetzt haben alle das Schild drauf, dass sie weniger Damage kriegen. Ja, aber jetzt werde ich halt durchgestunt. Nee, das werde ich halt nicht überleben. Nee, vergiss es. Das Problem ist, da sind auch diese ganzen Trash-Mobs, die dann auch noch alles stunnen. Ja, das war jetzt nicht so eine gute Idee, die runter zu kicken. Das war keine gute Idee. Oh Mann, jetzt können wir den ganzen Weg dahinter nochmal laufen. Ich habe noch nie gesehen, dass der Boss da hochkommt, ne? Das ist auch das erste Mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas gekriegt habe. Nö, ich habe nichts, was ich anlegen kann. Naja, lieber normal spielen, ne? Als da den. Aber ich glaube, das war eher ein Versehen, dass er den runtergekickt hat. Das haben wir als HT gewastet. Naja, warte mal, ich kann hier nochmal eine Rolle auswählen. Gibt noch ein bisschen extra EP fürs nix machen. Ja, 2,6. Ne, 2,4. Und nach EP, nach MOP so rum. Hab das Ding vergessen, meine Flask muss ich nur reinschmeißen. Warte hier. Hab mir ja extra welche geschickt mit dem Twink. Dass ich mehr EP krieg. Naja, immerhin 10%, ne? Und du kriegst mehr Stats. Das ist halt auch nicht so schlecht.
So, die machen wir lieber mal einzeln. Bevor das hier wieder schief geht. Und da müssen wir für die Quest das ganze Zeug auch noch reinlooten. Zum Glück kannst du die aber am Ende abgeben. Das haben sie. In der MOP haben sie die Dungeons schon so designt, dass du einigermaßen smooth durchkommst. Im Gegensatz zu anderen Add-ons. In Classic war das noch ein bisschen anders. Ach, fuck, den Timer habe ich auch nicht aktiviert. Ja, ich würde sagen 10 Minuten, oder? Sind wir dabei? Sowas. Shit, den habe ich jetzt vergessen. Ja, So im Dreh, oder? 10 Minuten. Müsste hinkommen. Muss gucken, dass ich keinen Gehirnfrost krieg hier. Darf nicht zu sehr reinschlingen. Jetzt haben wir ihn ja. Ich merke, ein bisschen was hilft es auf jeden Fall, wenn du heiser bist, so ein bisschen Eis. Ist schon nicht schlecht. Unten haben wir auch diese zwei Healer-Mobs, die sich gegenseitig mal hochziehen. Die sind ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn du Low Damage hast und oder keinen, der unterbricht. An denen war ich früher mal ewig gestanden, weil wir echt eine Kackgruppe hatten. Keiner hat unterbrochen außer mir. Na? Okay, jetzt schauen wir mal. Okay. Ich spare nämlich mein Interrupt auf, weil oft tun alle am Anfang unter Interrupt, dann hast du am Ende nichts mehr. Dann Stun habe ich auch noch. Okay, aber die casten gar nicht mehr so schnell. Tele der Verschlinger. Eher der Verschlucker. Mein Gott, also jetzt habe ich es aber auch hier, ne? Ach, der hat den einen geschiebt. Okay, dann machen wir das doch so. Ich ziehe die eigentlich immer hier rum, um die Ecke. Dann kommen die nämlich alle zusammen. Dann brauchst du den eigentlich auch nicht schieben. Aber gut, jetzt ist der geschiebt, egal. Das Captain Erdelementar ist wieder am Start. Oh, Kacke. Ah, ich bin gerade ausgewichen noch. Ja, der eine ist auch raus. Warte, jetzt tue ich den einmal nur taunten. Und lauf hier um die Ecke rum. Dann müsste der eigentlich kommen. Ne, es müssten halt alle um die Ecke rum. Na komm, komm, komm. Put, 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 put. Oh fuck, der. Ja. Jetzt hat der Stunner mich dafür gestunnt. Aber der eine Typ ist rangekommen, oder? Oder steht er immer noch da hinten? Ne, der ist jetzt auch ran. Jetzt endlich. Jetzt, wo nur noch der Boss lebt. Na wunderbar. Naja, du, ich würde einen Haufen Loot droppen. Dann geht er down. So, was kriegen wir? Gold. Naja. Naja. Das überzeugt mich nicht so. Gut, dann nochmal einmal Qen. Ich schau mal, dass ich meinen Buff hochstack, ne? Weil 60% Movement Speed sind schon was Schönes. Zudela. Oh nö, jetzt haben wir einen Aufzug verpasst. Bitte. Man kann sich auch rein und rausporten. Jetzt glaube ich oben auch die Tür offen, ne? Aber gesehen, der Priester hat einen anderen zurückgezogen. Das musst du machen, wenn der Aufzug gerade kommt. Oder den Wechselblaster reinhauen. Muss mein Magar-Ork mal wieder ein bisschen transmoggen. Also viel hat er nicht an, ne? Hier so ein Ureinwohner-Transmog habe ich ja dem gemacht. Weil ich hatte nichts Schönes zum Transmoggen. Dann dachte ich mir, wenn ich nichts Schönes habe, dann mache ich es möglichst hässlich. Die hättest du wahrscheinlich auch skippen können, wenn ich jetzt noch ein bisschen gewartet hätte, aber bringt alles EP, ne? Und bevor wir da warten. Oh, da hinten hat irgendwer Aggro.
Naja, der Mob ist fast tot. Und ich bin auch fast tot. Okay, ich pull jetzt doch nicht weiter. Ich habe mir das soeben überlegt, ob ich die nächste Gruppe pull. Obwohl, mein Stun habe ich ready, ne? Wir werden eh adden. Wir werden eh adden. So, ein Stun kommt. Okay, vielleicht muss ich da ein bisschen weglaufen. Ne? Er stunt nochmal nach. Okay, ich muss weg. Ja, gut, die haben mir den Debuff gegeben, ne? Den musst du interrupten, den Typen hier. Oh nice, er hat mir nochmal die Kuppel gestellt. So, jetzt haben wir keinen Interrupt auf den. Da wäre jetzt ein Interrupt gut. Jetzt, okay, er hat fast durchgecastet, da kommt der Interrupt. Besser spät als nie, ne? Gut. Na gut, du hast halt immer weniger Rüstung, ne? Das macht halt schon viel aus. Wenn sie dich debuffen. Den Fass musst du echt warten. Und wenn du es zu früh schmeißt, dann stehst du komplett ohne CDs da und schaust in die Röhre. Na komm her. Kleines Hundi. Früher wurden die auch teilweise hier CC'd und einzeln gemacht und hin und her, weil die relativ gut reingehauen haben. Die geben dir auch diese Debuffs, ne? Aber naja, so krass ist nicht. Und der Boss ist immer lustig. Wenn du eine Movement-schwache Gruppe hast, ist der Boss richtig lustig. Ah, jetzt ich will mich nicht ankleckern auf die letzten Meter. So, komm her. Am besten ist eigentlich, wenn du in eine Ecke ziehst. Mit den Kreisen, die er auch macht, in den ganzen Shit. Hier, das Zeug. Jetzt kommt ja gleich der Feuerkreis, ne? Ja. Dass du möglichst hier nicht zu. Der hat wieder das Erdelementar. Ja, hier ist es halt nicht gut, weil wenn der Cleave in die Gruppe geht, in den ganzen Raum, ist es halt ätzend. Deswegen, ja, habe ich jetzt lieber nochmal reingetauntet. Ich weiß nicht, warum der immer bei den Bossen das Erdelementar zieht, das verstehe ich halt nicht. Das macht halt echt keinen Sinn, ne? Aber Glück gehabt, dass es jetzt hinten reinkastet. Aus dem Kreis hätte ich rausgehen sollen, ne? Merke ich gerade so. Dachte mir schon so, das ist wie bei Aran-Shaman. Kennt ihr das noch? Da durftest du dich nicht bewegen, wenn die Feuerkreise kamen. Weil die dann hochgegangen sind. Da hieß es dann, bloß nicht moven, bloß nicht moven, bloß nicht moven. Irgendein Gimp ist dann immer gemoved und hat die ganze Gruppe gesprengt. Das weiß ich noch. Also der alte und der neue Aran-Shaman ist, glaube ich, genauso. Also es gab ja auch diesen alten Karasan in der Raid Innie. So, okay, dann sind wir durch, oder? Wollen wir nochmal queuen mit denen? Mal halt dann. Ist egal, wir können schon auch nochmal queuen. So viele Schätze habe ich jetzt auch nochmal zum Aufsammeln. Naja, egal. Port dich einfach raus und sonst sammeln wir noch ein bisschen. Wir haben jetzt den Jadewald fertig und hier unten, ne? Weil hier waren, glaube ich, auch keine mehr drin. Ich meine, der nächste Schatz ist jetzt hier oben. Müsste der zumindest sein. Jetzt haben wir halt noch den Charmy dabei, ne? So schlecht war der, glaube ich, nicht. Außer den Move, dass er hier die Saurocks in den Dings reingedingst hat. Damage hat er gemacht, ja. Und dass er sein Ele irgendwie immer beim Bossen zieht, ja. Weiß ich auch nicht. Also zumindest zieht er das Ele, ne? Besser ist es gar nicht zu ziehen, aber im Trash würde ich es sinnvoller finden. Oder hast du noch irgendwo anders einen Schatz auf deiner Karte? Weil ich glaube, hier oben in dem Loch war noch einer. Und sonst sind dann die nächsten erst wieder in der Tolong-Steppe. Hier in dem Graben. Hier war noch einer. Hier oben. Und Kunlei sind ziemlich viele. Also da kannst du echt viel machen im Kunlei-Gipfel. Und ein bisschen müssen wir halt immer warten, ne? Auf den Heiler. Und in der Downtime kannst du halt Schätze sammeln gehen. Und wenn wir damit durch sind, ja, dann zwischendrin vielleicht ein bisschen questen. Wo wird dir einer angezeigt? Rechts. Ja, hier.
Halt, oh. Da hinten wird dir einer angezeigt. Warte, ich flieg mal erstmal zu dir. Weil hier ist auf jeden Fall einer, den kenne ich nämlich. Da hinten wüsste ich jetzt gar nicht. Jetzt fliegst du doch zu mir. Das ist doch den. Ja, das ist doch den, den ich meinte, okay. Hier, da ist er drin. Nee, 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 hier rein, ins Loch. Den findest du ein bisschen schlecht, den siehst du von oben nicht so gut. Und dann liegt das Ding eigentlich hier drin, aber es buggt manchmal. Ah, doch. Na super, jetzt hat er dann abgebaut und. Ist das jetzt weg für mich? Hast du meinen Schatz geklaut? Tja. Mal gucken, ob es gleich wieder spawnt, weil der bringt, glaube ich, relativ viel. Tja, will anscheinend nicht, ne? Du höher vom Level? Nee. Ich mal rein und raus porten, vielleicht ist er dann wieder da. Also nicht, dass es irgendwas helfen würde, aber so aberglaubemäßig, ne? Manchmal hilft so ein bisschen Aberglaube. Wenn sie es in Grenzen hält. So, mein Eis habe ich fertig gefuttert. Jetzt müsst ihr nicht mehr mein Geschabe da ertragen. Nee, schaut irgendwo schlecht aus. Ich glaube, ich krieg den Schatz nicht. Du hast mir den Schatz weggeklaut. Egal. Was, wenn ich rein und wieder rauslaufe? Weißt du, irgendwie so ein bisschen? Springen. Glaubst du, das funktioniert? Nee, ich. Okay, boah, das hat gerade funktioniert. Flieg mich wieder rein, flieg mich wieder rein. Ich brauche den Schatz noch. Ja, ich. Sag mal, ich. Ich wollte ja nochmal reinfliegen. Warte, ich komme dann gleich nochmal nach. Flieg da mal schon mal dahin, wo du denkst, dass es ist. Aber ich hätte den schon ganz gern irgendwie. Nö, der ist. Ich habe ja gesehen, wie du ihn aufgemacht hast, ne? Aber der buggt manchmal. Mit manchen anderen Chars habe ich den auch nicht gekriegt. Warum auch immer. Wo soll denn deiner Ansicht nach der nächste sein? Da hinten oder wie? Aber da kenne ich eigentlich gar keinen. Den nächsten, den ich kenne, der ist irgendwo hier in dem Graben. Hier ist so ein Graben, da liegt noch einer drin. Da bin ich mir relativ sicher. Ist jetzt nicht wo. Hier war da noch einer? Obwohl, da unten im Wasser war irgendwas gelegen, ne? Ah, die waren wir auch noch nicht perfekt. Perfekt. Haben wir noch Quests. Wobei die jetzt auch nicht so viel bringen, ne? 27k, ne? Warte mal, haben wir hier keine zwei Quests? Kriegst du aus Hordle nur eine? Ah, nee, sp stimmt, später kriegst du noch eine Quest, ne? Oh, fuck. Jetzt will ich gerade mal ein Ding schmeißen, ne? Dann krieg ich einen Fullstun. Müssen wir mal reiner ehen hier. Einmal stunnen. Das ganze Pack. Naja, das stunnen sie zurück, ne? Das können sie, die Mobs. Na, mal schauen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir ein bisschen questen sollen einfach, aber ich meine, solange du gut durch die Inis durchkommst, geht das schon eigentlich am schnellsten. Ja, bis jetzt haben wir eigentlich immer Leute gekriegt, die auch einigermaßen sinnig gespielt haben. Also keine Totalausfälle, ne? Also es gibt ja Leute, die sind wirklich Totalausfälle. Okay, das war jetzt fast ein bisschen knapp, ne? Ah, einer Shami ist um Haaresbreite ist er noch reingekommen. Warte, ja, wir haben wieder unseren Ele-Typen hier, der sein Edelmetall schmeißt. Mit so einem kannst du eigentlich bei jedem Boss auch AFK gehen als Tank, ne? Was ja dann eh uninteressant ist, ob du was machst oder nicht. Jetzt mal schauen, wie lange wir brauchen, dass wir auf Stufe 90 kommen. Weil ab Stufe 90 geht's halt richtig, richtig zügig, ne? Da kannst du dann über das ganze Zeugel halt wirklich in 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden, bist du halt durch komplett WoD durch.
Und ja, in Legion ist es ja dann auch schnell über die Invasionen. Die bringen dir ja auch fast 2 Level pro Invasion. Also da ist es dann eigentlich geschenkt. Du musst eigentlich nur bis Level 90 kommen, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Dann ist nicht mehr viel. Das glaube ich jetzt eh der Part, der am längsten dauert, ne? Zwischen 90 und zwischen 80 und 90 so rum. Weil, ja, dazwischen, also zwischen, vorher war es ja 60 bis 80, was halt so extrem lang gedauert hat. Aber das geht jetzt, das haben sie ziemlich ausgebügelt, weil du da jetzt bis zu 40% weniger LP brauchst. Und hier nimmt schon wieder ein bisschen ab, ne? Also da wird schon wieder ein Tick. Warte mal, sind noch nicht eigentlich so kleine Viecher rausgespawnt? Jetzt 70% Mana und hockt sich zum Trinken hin, okay. Bis wir da hochgeritten sind, die Mobs kommen, hätte auch wahrscheinlich so voll gereckt. Ach, scheiße, jetzt wurde ich erwischt. Ah. Ja, ich will auf jeden Fall auf 90 kommen. Vielleicht sogar weiter. Mal gucken. Mal gucken. Eigentlich wollte ich heute einen Sack zumachen, ne? Mit dem hier. Aber wir schauen mal, wie weit ich komme. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Morgen ist kein Raid übrigens, also morgen Abend. Deswegen werde ich da, wenn dann, auch leveln. Je nachdem, wie weit er ist. Oder mal gucken, was ich dann mache. Muss ich mal schauen. Ich habe ja jetzt wieder einen 920er, ne? Den müsste ich eigentlich noch gearen. Und dann auch wieder die Dungeons laufen. CM-Erinnerung? Ja, Challenge-Mode. Ja. Das war noch schön. Ich mochte den Challenge-Mode irgendwie mehr als M+, muss ich sagen. Irgendwie bin ich mittlerweile von M+ so, ja. Also ich find das Modell an sich nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Was mich halt so nervt, dass sie dann immer wieder das schwerer machen, weißt du, in dem Sinne, und dass du dann wieder mit einer niedrigeren Stufe wieder anfängst, die gleiche vorher war, wie sie es in Legion zwei oder dreimal gemacht haben, was ich irgendwie dumm finde. Ansonsten ist es halt einfach weiter nach oben machen und fertig ist. Irgendwie weiß ich nicht. Bei Challenge Mode war halt einmal so dieses Schaffen und hier Mythic Plus ist halt eher so dieser Grind. Ich laufe die ganze Zeit, um irgendwie nur um ein extra Gear zu kommen, wo halt nicht so viel bringt. Aber so als Mechanik an sich ist es nicht schlecht. Aber mich reizt jetzt in dem Addon schon nicht mehr so, wie es jetzt in Legion zum Beispiel der Fall war. Wobei, am Ende vom Legion hat es bei mir auch schon abgenommen. Aber ich war da nie so einer, der gesagt hat, ich muss da jetzt die krassesten Keys hochspielen, weil ich da irgendwo den Sinn nicht so ganz gesehen habe, ne? Wenn du da aus dem Raid schon voll leakiert bist und dein Weekly Chest und so ein Zeugel holst, dann da nochmal auf Teufel komm raus hochzuspielen als Selbstzweck, das war für mich nicht die Zeit wert, ne? Also die Challenge-Modes, das hat damals Fun gemacht. Vor allem, du hast dann aber tolle Belohnung noch auch gekriegt, ne? Hier, also in MOP waren es ja diese Phönixe. Phönixe ist schon der richtige Plural wahrscheinlich. Die du ja dann am Ende alle bekommen hast, ne? Da war es ja auch nicht so klar, wie es dann am Ende also ausgestaltet wird, ne? Man hat ja eigentlich sich einen ausgewählt. Und dann haben ja also manche mit X-Chars das Ganze gemacht, um alle zu kriegen. Und dann war es ja am Ende so, wenn du einen hattest, hast du alle bekommen, ne? Haben sie es ja dann nochmal geändert gehabt. Warte mal. Ich meine, ich habe nochmal irgendwo so einen rumflacken. Hier zum Beispiel, das ist der purpurrote Pandan Phönix, so einer. Da gab es halt, glaube ich, meine 4 Stück waren es, ne? Also in 4 Farbvarianten konntest du die Dinger holen. Und ja, das war schon eine schicke Sache auf jeden Fall. Eine schicke Sache. Und das Challenge-Mode-Set hast du ja auch bekommen. Das habe ich ja im Moment bei meinem Horden-Chart-Transmog, ne? Also bei meinem Horden-Druid habe ich das Challenge-Mode-Set transmogt. Das ist meiner Meinung nach immer noch eins der schönsten Sets vom Druid. Weil es halt mal nicht dieses Baumkuschler-mäßige ist, sondern, ja, so einen eigenen Style hat. Halt, warte mal, die Quest muss ich nur annehmen hier. Die Quest.
gebußt und dick Cash gemacht. Okay, ja, nicht schlecht. Nee, da, also das habe ich nie irgendwie was geboostet. Ich habe das halt einmal selber durchgespielt, ne? Aber in dem Dings nicht drüber. Aber klar, da hätte man sicher auch gut Gold machen können. Kollegen von mir haben das rauf und runter gemacht, dass die Challenge Mode auch geboostet hatten. Aber da war ich noch nicht so in dieser Boost-Dings drin. Das habe ich dann erst später gemacht. Erst dann bei M Plus und Raids dann und solche Sachen habe ich geboostet. Das ist halt immer auch sehr lukrativ, ne? Also Leute durch irgendwas durchboosten ist eigentlich immer eine sehr gute Goldquelle, wenn die Preise halt stimmen, ne? Und die Marktlage die richtige ist. Dann mache ich das auch immer, ja, weil da machst du halt sehr, sehr viel Gold mit einfach. Im Moment ist es eher so ein minder. Mythic Plus kann man im Moment machen, aber das ist halt auch nicht hier zu krass. Fenris, hey, ich grüß dich. Weiß gar nicht, ob Uldir Raids so viel abwerfen, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Mit TGC-Sachen und USW. TCG ist in der Trading Card Game. Was hat das mit dem Classic-Server zu tun? Ich weiß es nicht ganz, auf was du hinaus willst. Weil das hat, also die Karten haben ja nichts mit dem Classic zu tun, ne? Also überhaupt nicht. Die kamen ja teilweise sogar erst später, manche von diesen Editions. Musst du mir erklären, was du meinst, dann kann ich vielleicht auf deine Frage antworten. Lass mich mal gucken, wir haben bestimmt noch. Wie lange haben wir denn? Wir haben noch in Ton Long, habe ich glaube ich noch vier. Oder, na, mit Höhle sind es glaube ich fünf. Oder? Vier oder fünf Items habe ich in Ton Long Steppe noch. Und im Kun. Oh, scheiße. Das haut ganz schön rein. Und im Kun Lai sind es glaube ich noch sieben oder so Teile, die man holen kann. Also das sind ziemlich viele. Wobei da auch nicht alle die krasse EP bringen, ne? Also noch ein paar dabei, die relativ wenig bringen. Ja, mit Sicherheit wirst du auch den Code eingeben, aber ich denke, es wird keiner seinen Code für den Classic-Server wasten. Du musst das System verstehen. Trading Card Games war ein Kartenspiel von Blizzard, wo du aber auch Codes drauf hattest und die Codes kannst du in WoW eingeben und Items kriegen. So mal das grundsätzliche System. In Classic gab es auch schon diese Typen, wo du diese Codes eingeben kannst. Also wirst du es wahrscheinlich auf dem Classic-Server eingeben können. Es ist aber jetzt nicht so, dass es verschiedene Codes für Classic-Server und für einen Live-Server gibt, sondern es sind dieselben. Und die Dinger sind ja teilweise Spektraltiger über 1.000 € wert. Und ich bezweifle jetzt mal, auf dem Classic-Server soll es ja dann vielleicht auch irgendwie so Art Seasons geben, wo Sachen zurückgesetzt werden und solche Geschichten. Also zumindest was ich jetzt gehört habe, ne, es kann auch sein, dass es nicht so ist. Wie gesagt, das sind Sachen, die ich gehört habe. Dann wäre es doch schwachsinnig, Codes von Items einzugeben, die du dann auf dem Account hast, ne, wenn das vielleicht auch wieder immer zurückgesetzt wird und sowas. Also ich glaube, also machen wirst du es wahrscheinlich können. Ist es sinnvoll? Nein, in meinen Augen. Warum soll ich dann irgendwas, was so ewig teuer ist, da reinwasten bei Sachen, wo ich vielleicht auch nicht lange spiele, ne? Weil es ja sich nicht weiterentwickelt. Also deswegen glaube ich, dass das ein Punkt ist, wo ich mir sehr nicht vorstellen kann, dass da viele Leute Codes eingeben. Und vor allem müssten sie dann auch wieder hergehen und sagen, du darfst auf dem Classic-Server nur die Classic-Karten quasi einlösen und nicht die aus Burning Crusade. Ne? Weil in Burning Crusade kamen ja relativ viele Editions dazu. Und ich glaube dann noch Wottl. Ich weiß, Katar waren dann schon Ende oder waren die letzten, die dazu kamen. Aber genau kenne ich mich auch nicht aus, wann welche Edition dazu kam. Da gab es ja verschiedene so Art Booster-Packs, ne? Ich hab das Spiel nie gespielt, aber je nachdem, was du für ein Booster-Pack hast, sind halt andere Items drin, ne? Oder können andere Items drin sein. So funktioniert das halt. Ob ich ein Classic bis 60 Level, das lasse ich offen, das weiß ich noch nicht. Ich werde mir wahrscheinlich einen Char stellen, ich werde mir es angucken, aber ob ich dann wirklich da krass leveln werde, das weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich im Moment nicht großartig sehe, dass ich da krass viel machen werde. Also ich bin keiner, der jetzt da krass auf Classic gehypt ist. Es kann aber sein, wenn es raus ist und nichts viel anderes zu tun ist, dass ich tatsächlich da was mache, ne? Aber das ist jetzt,
Noch relativ offen, das kann ich jetzt noch nicht fix sagen, deswegen, ja. Und das Leveln in Classic dauert auch relativ lang, ne? Also bis 60 ist schon nicht wenig Aufwand. Das wisst ihr aber, wenn ihr selber damals gespielt habt, dass sich das lang zieht. So, wo ist jetzt der zweite Hans Wurst? Hier haben wir den Panda an. Gib mir deinen Gürtel hier, auf geht's. So, schauen wir mal, ob sie nochmal eine Inni wollen. Oder ob Feierabend ist. Ja, du, das musst du den Entwickler fragen, das weiß ich nicht. Also, ich kann nur mutmaßen, ne? Ich kann nur mutmaßen. Den ersten Stream, den du gesehen hast, war mit einem Mädel in Legion. Das war der erste Stream, den ich mit Kamera gestreamt habe damals, ja. Ja, das war mit Nati, war da bei mir zu Besuch gewesen. Das war der. Aber ich stream schon länger, theoretisch. Aber zu Legion ging es eigentlich so richtig los. Davor habe ich habe so angefangen, HFC, habe ich angefangen quasi zu streamen. Also Videos mache ich ja schon seit längerem, ne? Eigentlich seit Ende MOP mache ich Videos. Richtig angefangen habe ich mit Videos eigentlich Anfang WoD habe ich richtig mit Videos angefangen, aber Ende MOP habe ich schon welche gemacht. Ich habe auch für Diablo damals schon Videos gemacht. Und dann regelmäßiger gestreamt habe ich dann in HFC, also der letzte Raid in WoD. Und dann so richtig regelmäßig zu streamen war dann aber erst mit Anfang Legion, oder halt mit Legion quasi. Und der erste war ja am Anfang in Legion, der, wo ich dann die Kamera hatte. Ja, dass es Leute gibt, die Hardcore durchziehen und ziemlich schnell auch auf Max-Level sind, das bezweifle ich gar nicht. Das bezweifle ich in keinster Weise, das gibt's sicher. Wenn ich Classic spielen würde, dann nicht den Dudu. Nein, ich würde wahrscheinlich aus Nostalgiegründen meinen Hexer spielen, weil ich auch zu Classic damals einen Hexenmeister gespielt habe. War mein Main. In Classic. In Classic hatte ich noch keinen Dudu. Da hatte ich einen Hexenmeister, das war mein Main, und der zweite Char war ein Shadow. Die beiden habe ich zu Classic gespielt. Mein Bruder hatte einen Warrior und einen Mage gespielt, mein anderer Bruder einen Enhancer Shami. Oder war der Edle? Shami war er auf jeden Fall. Die Chars gibt es auch noch, ne? Warte mal, die habe ich aber auf einem anderen Account. Wie der Zufall will. Moment. Den Hexer, wo ich hier gerade bin, wo ich nebenbei am BG Legion bin, der hier, der Mention, das war mein erster Char, den gibt es seit Classic, seit 2005 gibt es den Char hier. Den hier, ja, jetzt switche ich aber hier wieder rum. Und der war auch mein Main dann in Burning Crusade, der Hexer, und Anfang Wattle noch. Und ja, so Mitte, Anfang Wattle bin ich dann auf den Dudu geswitcht, und seitdem ist der Dudu mein Main, ja, also seit Mitte Wattle. Also ich habe einmal eigentlich einen Main-Switch gemacht. Das war zu Wrath of the Lich King, weil ich dann lieber tanken wollte als CD spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. Ich habe nur gehört, dass Blizzard überlegt, ob sie Seasons machen wollen. Ich bin keiner, der sich hinstellt und sagt, das, was ich sage, mein Halbwissen ist Gesetz und das stimmt so. Keine Ahnung. Das ist das, was ich gehört habe. Ob sie es dann wirklich so machen oder ob das wirklich der letzte Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Ja? Das kann natürlich alles auch ganz anders kommen. Ne? Ja, vielleicht weiß es Blizzard auch selber noch nicht, wie sie es genau machen. Die spielen da halt auch mit Gedanken im Moment noch. Ne? So, Aufzug hier, los geht's, fahr mal hoch. Damals noch aus dem WoW-Forum. Ja, damals habe ich mein Zeug noch im WoW-Forum verlinkt. Ja, das war noch Zeiten. N nicht immer mit, nicht immer freundlichen Empfang im WoW-Forum. Ja, das weiß ich noch. Ja, aber du musst halt so sehen, wie willst du das machen mit dem Classic-Server? Der Classic-Server ist ein Server, da sind nur die Inhalte auf Classic. Jetzt lass es so machen, du fängst an, ne? Und du staffelst den Content. Heißt, du hast halt erst ganz normal die Levelphase, ganz normal das Zeug,
Und dann wirst du Max-Level und es öffnet halt der erste Raid, also hier Onyxia, dann Dingsterbumster, wie heißt's, hier Molten Core, ne? So als erstes Tier. Gut. Dann kommt halt quasi irgendwann der Pechschwingen-Abstieg dazu. Das ist halt so das nächste Tier, beziehungsweise dazwischen war, glaube ich, noch Zul'Gurub. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wann die Öffnung jetzt von ZG war. Wo ich damals auf Max-Level war, war schon ZG offen, war MC offen und BWL war auf jeden Fall auch offen. Und dann kam irgendwann auch Dings dazu, Akku kam dann dazu, das weiß ich. War bei der Öffnung von Akku war ich dabei, bei diesem Event. Also nicht, ich habe wirklich nicht, also ich habe nicht wirklich geblickt, was das ist, ja. Aber ich habe in Sinitus gequestet und wurde von diesen Anubis-Typen umgehauen. War wenig lustig, ja. Lauf da so rum, denk mir, was ist das für ein großer Typ? Zack, war tot. Belebt mich wieder, kommt der Typ wieder, zack, bin tot, ja. Aber ich bin ein bisschen angepisst irgendwann. Weil da waren halt nicht die normalen Mobs, also die waren die normalen Mobs auch gestanden, aber diese riesen Anubis-Typen standen halt überall rum, die schon cool aussahen. Aber die haben dich dann halt einfach verdroschen, ja? Die haben dich halt richtig rund gemacht, die Typen. Das war halt, naja, manchmal nicht ganz so lustig, ja? Naja. Also von dem her. Nee, und was wollte ich jetzt gerade drauf hinaus? Genau mit dieser Öffnung, die sie gestaffelt machen, dann machen sie halt danach vielleicht, also T2 ist ja dann BWL gewesen, ne? Und dann gut, dann T3 war nicht Dings hier, war nicht Akku, das war ja T25, so hat man es zumindest genannt. Das war ja der Zwischencontent quasi. Und T3 war ja dann erst wieder Nax, ne? Also wenn du es halt so staffelst, da kannst du halt schon, weiß ich nicht, einen Content über 2 Jahre strecken oder länger, ne? Es sind ja mehr Raid-Cons, das ist auf jeden Fall drin. Aber was dann, ne? Wenn dann, lässt du den Server dann einfach so weiterlaufen ins Unendliche. Oder du machst es wie in Diablo, dass du so Art Seasons machst, die nebenbei laufen. Oder du machst irgendwann Burning Crusade drauf. Und dann gibt es wieder Leute, die wahrscheinlich auch Burning Crusade Server haben wollen. Und du musst halt immer gucken, wenn Blizzard Server laufen lässt, das kostet denen Geld. Das ist einfach so, ja. Wenn du einen Server betreibst und laufen lässt, brauchst du erstmal die Serverkapazität, du brauchst Leute, die sich darum kümmern, GMs und quasi Mitarbeiter, die sich allgemein um den Server kümmern, ne? Also nicht nur die Serverkapazität, sondern jemand, der das quasi auch an die Hand nimmt. Und das kostet halt alles Geld, ne? Du musst halt auch schauen, spielen dann genug Leute noch auf eine längere Distanz drauf, dass sich das lohnt, sowas offen zu halten. Und das sind halt so Faktoren, ne? Wo man halt gucken muss, wo sie dann halt auch wirtschaftliche Interessen abwägen muss, wie jede Firma, ja? Ist immer dieses, was mich so ein bisschen aufregt, wie manche Leute immer an Sachen rangehen und dann immer sagen, oh, Blizzard, die Bösen, hin und her und da. Aber im Endeffekt muss halt jedem klar sein, dass er das, so ein Spiel nur spielen kann, weil da halt ein Unternehmen dahinter steckt und die halt kein Wohlfahrtsstaat sind oder kein Wohlfahrtsunternehmen, sondern ne, die halt auch ein monetäres Interesse hinter sowas haben. Und wenn die nicht wirtschaftlich sind, dann gibt es die halt einfach nicht und dann ist halt auch nichts mit Server und nichts mit Spielen, ne? Das muss halt jedem klar sein. Da gibt es aber manche, die haben halt so ein Anspruchsdenken, dass die alles haben wollen, aber nichts zahlen wollen und dann auch noch beleidigend beschimpfend werden. Das finde ich halt schade, wenn du dich so verhältst. So, sind jetzt alle da? Nee, da fehlt immer noch jemand. Was machen denn die da? Du musst da nur runterspringen. Mir ist das kein Hexenwerk. Das Model gibt es schon? Bist du dir sicher? Aber also ich wüsste jetzt nicht, von was gibt es das Model denn? Wo ich finde jetzt auch, dass das voll in Ordnung ist, was du hier zahlst, ne, was du an Zeug geboten kriegst. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann spielst du was anderes, weiß ich nicht. Also, weißt du, so sehe ich das halt immer. Frage ans Gedächtnis, wo hast du die Meeresschildkröte geangelt? Ich bin jetzt gerade im Überlegen, es gibt zwei Schildkröten. Einmal ist das TCG-Mount und einmal ist das quasi das Nicht-TCG-Mount. Ich weiß, dass du beide Schildkröten mittlerweile in der Garni angeln kannst, ja? Die ursprüngliche Schildkröte, die erste, die du angeln konntest, war in Wrath of the Lich King. Und zwar meine ich, dass du die in allen Schwärmen oder sogar überall in Nordend angeln konntest. Also das ist. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es die Meeresschildkröte oder die andere waren. Es gibt da zwei Schildkröten, wie gesagt.
Und die andere war halt das vom Kartenspiel, die Schildkröte, ne? Die konntest du nur darüber kriegen und über den Black Market. Und dann, sobald WoD rauskam, konntest du die dann quasi beide in der Garnison angeln. Also wenn du beide noch nicht hast, einen von die Garnison und da rein angeln, da kannst du beide kriegen unterm Strich. Da würde ich gerne mal Nordend rum machen. So, okay, das haben wir fertig. Jetzt sind die. Der eine, was ist das für einer? Der ist gar nicht im Recount. Auch doch, das ist der Worry. Ach komm, lass nicht mit dem Q'n, lass rausgehen. Lass lieber Schätze abfliegen und so rein Q'n. Vielleicht kommen wir dann mit einer Gruppe rein oder so. Ah, die Zauberschwinge. Sieht die genau. Ja, gut, aber. Meinst du, die Zauberschwinge sieht genauso aus? Ich bin mir dafür nicht so sicher. Warte mal, ich vergleiche das jetzt mal. Zaubersch. Und wie hieß der? War das nicht Albatros? Also wie hieß der Dings? Ich weiß nicht. Wir können. Ich schau das nachher mal nach. Jetzt lasse ich erstmal den Mage noch nachfliegen. Wo bist du denn hier? Bist du wieder da in der WB? So. Ich hoffe, das hat dir geholfen mit dem Ding. Ah, da bist du. Ist es hier unten drin oder wo muss ich hin? Wahrscheinlich da rein, ne? Aha. Oh, du bist verreckt. Da ist er einfach mal abgeraucht hier. Da wollte er zu viel und konnte zu wenig. Nicht gefunden, okay. Ich schau gleich mal. Ich würde dich ja retzen, aber die Mobs rennen hier weg und triggern wahrscheinlich immer mehr. Na super, wie komme ich jetzt da hin? Ja, er rennt halt jetzt in noch mehr Mobs rein. Da unten liegt was, oder? Also da ist auf jeden Fall so eine Tuse. Ich retz dich mal. Also meinst du, dass hier drin noch was ist, oder wie? Die hauen böse rein. Ja, so gut, jetzt der Retz war verschenkt. Jetzt queuen wir hier einfach nochmal. Du meinst, hier drin ist irgendwas, oder wie? Oder da, wo du bist? Also ich sehe da ehrlich gesagt nichts, ne? Ach, du baust jetzt das Erz ab, okay. Hab keinen Bergbau, ja gut. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Ja, ist hier jetzt was drin oder nicht? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Also über die Mobs spawnen schon wieder nach. Bloß raus aus dem Loch. Oder liegt das hier oben rum? Weil hier wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass irgendwas ist. Ich meine, im Wasser war irgendwas. Folgst mir. Ich dachte, du hast die Koordinaten von dem ganzen Zeug. War nicht hier irgendwas im Wasser? Oder irre ich mich da? Weißt du, woher man den Rübensack bekommt? Oh, hier waren. Ja, nee, nicht so hundertprozentig. Konntest du so Zeug aufklauben, ne? Irgendwas war da. Man war nicht da an dem Tempel auch irgendwas, was du aufklauben konntest? Ich meine. Und sonst müssen wir da rüber. Dann gehen wir halt einfach in das andere Gebiet rüber. Dann schauen wir mal. Dem traust du weniger als meinem Gedächtnis, ne? Wunderbar. Irgendwas konntest du hier auch holen, aber wo war das jetzt nochmal? War eine Quest in Pandaria, oder war das hier eine Quest, wo du was aufsammeln musst? Ach scheiße, das habe ich nicht bereit gedrückt, verdammt. Also das hier habe ich, glaube ich, mal früher immer aufgemacht. Oder war das hier dran? Na gut, ich kann mich ja irren. Egal, lass zu den anderen, wo ich sicher weiß. Lass zu den anderen, wo ich sicher weiß. Da können wir dann. Da war nix, okay. Ja, gut. Ja, gut. Gut, dann fliegen wir einmal hoch.
Was ob ich Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das sagt mir auf jeden Fall was. Es sagt mir auf jeden Fall was. Warum stellst du gerade die Frage? Also gelesen habe ich sicher nicht, aber ich glaube, ich habe irgendein Video drüber gesehen gehabt. Ich bin lesefaul, muss ich zugeben. Also mit so Thematiken setze ich mich schon gerne auseinander, aber dann meistens in andermedialer Form, weil ich, ja, weiß ich nicht, ich lese nicht gern. Deswegen ist so ein Chat auch immer ideal für mich geeignet, weißt du, da muss ich nämlich lesen. Vertont wäre es besser. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Restream, sich das quasi einmal vertonen zu lassen, dann müsste ich auch den Blick nicht rüberschweifen lassen. Das Problem ist, das funktioniert, also es würde funktionieren, ne, aber es funktioniert dann schon wieder nicht mehr, sobald man halt Leute, die haben, die reintrollen. Und sobald du sowas machst, ne, mit den Leuten aus dem Internet, funktioniert das halt nicht, ne, weil da halt jeder meint, er ist besonders lustig und trollt rein, ne. Naja, gut, das Problem ist, viele Leute checken halt einfach nicht, dass es nicht funktioniert, dass du alles kostenlos kriegst. Das ist einfach so, ja. Du kriegst halt nur auch hochwertigen Content, wenn irgendjemand da auch im Endeffekt in der Lage ist, bezahlt zu werden. Es ist einfach so. Es setzt sich halt keiner hin. Du musst ja für dich selber sehen. Viele Leute wollen alles gratis haben, aber wenn es dann heißt, was du als Job machst, warum machst du das nicht kostenlos? Ja, nee, ich brauche ja auch irgendwo mein Geld und muss was kaufen. Ja, und das gilt halt für andere Leute auch, ne? Das sehen halt viele nicht. Und sowas kotzt mich auch immer an, wenn Leute so eindimensional sind. Wenn sie die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen. Das ist ja das Gleiche wie, wenn man vom Staat fordert, ja, die Straßen, alles muss repariert werden, aber mehr Steuern will ich nicht zahlen. Ja, dass das eine vielleicht mit dem anderen zusammenhängt, müsste doch auch dem Dümmsten irgendwo einleuchten, oder? Also das ist halt so. Oder, ja, gib den Rentnern mehr Geld. Natürlich, wenn den Rentnern mehr Geld gibst, dann musst du das halt irgendwo hernehmen, musst die Beiträge erhöhen, weißt du? Also das Geld fällt halt nicht vom Himmel. Und das checken halt viele nicht. Die wollen halt nur, aber wollen halt die negativen Konsequenzen davon nicht tragen. Und sowas bin ich bin so leid. Solche Leute bin ich so leid. Die simpelsten Zusammenhänge nicht verstehen, weißt du? Und deswegen, naja, aber lass nicht über sowas reden. Das führt bei vielen Leuten einfach zu nichts. Gibt da halt Leute, die meinen, es führt alles vom Himmel und ich nehme nur die positiven Aspekte und die negativen, nö, die interessieren mich nicht. Vor allem, ich würde auch keine Partei wählen, die nur positive Aspekte verspricht, weil dann weißt du vornherein schon, dass das nichts werden kann. Also, das ist halt abzeichnbar. Egal, wie toll die Versprechungen sind, ja. Du weißt halt vorhin schon, dass es nix werden kann. So, das Ding ist hier ein bisschen tricky, weil es liegt immer woanders, ne? Das hier, da muss man ein bisschen rumfliegen. Wenn du es gefunden hast, dann sag's mal. Ich weiß auch nicht, an was das liegt, aber es liegt immer an verschiedenen. Dafür liebst du mich, na ne? Wunderbar. Aber mit einer Homo hast du dich gerade noch gerettet. Wunderbar. Es ist so ein. Es ist. Hier, warte mal. Du hast es gefunden, okay? Anscheinend hast du bessere Augen als ich. Es liegt nämlich so ein kleiner Bernsteinklumpen hier rum. Irgendwo an dem Baum rum. Der kann komplett außen rum flacken. Und das liegt irgendwie jedes Mal woanders. Warum auch immer. Nee, bei mir liegt es hier nicht. Ich vermute auch, dass es von Klasse zu Klasse woanders liegt, dass es vielleicht daran ist. Also manchmal ist es auch hier im Lager irgendwo. Das bringt halt verdammt viel EP, deswegen lohnt es sich eigentlich, den mitzunehmen. Das kann hier unten irgendwo flacken. Relativ oft ist es bei den Wurzeln hier hinten irgendwo. Und zwar. Das ist halt echt so ein kleines Ding. Okay, bei ihm war es jetzt woanders. Hier liegt es auch relativ oft irgendwo an den Wurzeln dran. Aber weißt du, teilweise wirklich da unten irgendwo drin, in den letzten Ecken, wo du es nicht siehst. Das ist das mistigste Ding überhaupt von den Pandaria-Schätzen, was halt immer woanders ist.
Ach, schau hier in den Wurzeln. Siehste, da liegt's. Jetzt, interessante Frage wäre jetzt zu klären, ob du das auch siehst, das Ding hier. Ob es bei dir auch angezeigt wird, weil bei mir liegt es genau hier vorne. Und halt, wie gesagt, immer woanders, ja, bis 58.000, das nimmt man halt mit. Bei dir nix, ja, siehste. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an der Klasse liegt oder ob es einfach random ist und jedes Mal woanders flackt. Das konnte ich nur nicht ausmachen. Und das nächste, was hier in der Höhle drin ist, bei dem ist es teilweise auch so. Das liegt auch immer an anderen Positionen, beziehungsweise, ja, ist teilweise auch, kann man es gar nicht looten, warum auch immer. Also es ist teilweise auch random. So ganz die Logik dahinter habe ich noch nicht verstanden, aber vielleicht werde ich sie irgendwann mal blicken. Wenn ich so mit dem 80. Char dann durch bin, dann komme ich vielleicht irgendwann dahinter. Okay, ist etwas Kräuterfarmen, mach das. Dann kannst du vielleicht ein bisschen Gold generieren. So. Also, hier ist das Ding auch immer an zwei verschiedenen Spots. Und zwar in einem von den Sternen. Ich glaube, in dem hier liegt es oft drin. Oder in einem. Doch, in de eigentlich liegt es, wenn dann hier, in einem von diesen Sterndingern hinten drin. Nee, da ist es nicht. Nee. Wenn es hier nicht flackt, schau mal bei dir rein. Es kann halt sein, wie gesagt, bei anderen Leuten, dass es hier drin liegt. Wenn es da drin nicht liegt, nee, da ist es nicht drin, dann ist es ganz da oben oder hier oben. Warum auch immer, warum es auch immer an anderen Posis ist. Kommen wir da jetzt noch rechtzeitig hin, bevor der Proc ausläuft? Ah, wird eng, wird eng. Wie lange haben wir denn? Nice, wir haben BG gewonnen hier. Nice. Aber ich habe auch gedefft wie ein Tier, ne? Am Dings hier. Jetzt komm, jetzt drücken wir einfach mal. Nicht, dass wir wieder in der Dings landen. Schau mal. Ah, schau, da hinten liegt's. Habt das gerade glitzern sehen? Da hinten lag's. Versuchst jeden Tag 2 Stunden zu farmen. Willst du dir irgendwas Tolles kaufen? Oder warum farmst du jeden Tag 2 Stunden? Oder einfach so als Ziel ohne irgendeinen Hintergedanken? Das hat jetzt gerade hart geleckt, weil in der Gilde, wo ich hier mit dem Gammelschar bin, gerade anscheinend irgendwie sehr viele Leute ein Achievement gekriegt haben. Die waren anscheinend gerade zusammen in der Insel drin. Okay. Von dem Heiler kommt irgendwie jetzt nicht ganz so viel. Ist er nicht da? Kann das sein? Um jetzt das anders zu sagen, von dem Heiler kommt gar nichts. Warte, wo ist denn der Heiler? Ist der nicht da? Ja, jetzt sterben halt auch die anderen Leute. Was sind der Heiler? Hunter ist da, Ding ist da. Ja, der Heiler ist nicht da. Wo ist denn der? Steht am Eingang. Das ist immer nervig. Wir killen komplett allen Trash, ne? Und dann kommt er irgendwann mal hier angeschissen. Dachte mir schon, da kommt irgendwie gar nichts an Heilung. Du hast einfach nur gern Gold, okay? Weil es glitzert oder was? Welches Level ich bin? 86 bin ich. Also wenn du einsteigen möchtest, kannst du gerne einsteigen. Spielst du auch in-game? Okay, ja, nicht schlecht. Ich dachte, du hast irgendwie so einen Plan, den Dino zu holen oder irgendwie sowas, dass du da die Motivation rausziehst. Eine Menge Zeit, okay.
Ja gut, da kommt man natürlich dann zu einigen, ne? Wenn man da außer Gefecht gesetzt ist. Ist nur ein Mage of 99. Na, das ist blöd. Das ist blöd an der Stelle. Glaube, wenn ich die Ini durch habe, dann sind wir eh wieder vom Timer so weit. Dann müsste ich auch 87 sein. Dann haben wir, denke ich mal, danach nur eine Stundenfolge quasi, um auf 90 zu kommen. Na, mal schauen. Mal schauen. Dein Lebensziel in WoW war quasi, den Dino zu erspühen. Ja, das ist natürlich 5 Millionen, ist ein Haufen Holz. Das ist ein Haufen Holz, definitiv. Rix, ich hab schon von Anti gehört, dass das sehr lustig war. Ich glaube, der hat euch ein bisschen verflucht, ne? Ich habe gehört, ihr wart ein 10er-Key und es lief nicht ganz so prickelnd. Naja, man darf sie bloß nicht abschrecken lassen, ne? Muss man sie auch rein progressen quasi. Sonst lernt man es nicht. Oh, ich muss hier wieder queuen, fällt mir gerade auf. Wieder queuen. Rico, hey, ich grüß dich. So viele Leute hier. Aber wo farmst du denn normalerweise? Achso, jetzt wo kommt. Hier kommt, glaube ich, eine Kiste, ne? Eine Kiste. Warte mal, ich muss mal irgendwo anders mich hinporten hier. Also wenn du dich da irgendwie reinbacken könntest, direkt zum Endboss, das wäre halt ideal, ne? Hey, vielen Dank fürs Donaten und gerne. Dafür bin ich ja da, ne? Für so Fragen. Habe mittlerweile schon einiges an Mount-Zeug zusammengefarmt. Dann manche Sachen merke ich mir dann auch. Aber ne, vielen Dank dir fürs Donaten. Grüße gehen raus. Okay. Ich habe gehört, dass also Antje mal, die hat einen Zehner gemacht oder sowas. Oder hat er da dezent übertrieben? Warte, bis dann mal hier rein. Safety first. Über den Fluss lang. Okay, ja gut, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe hier in BFA noch nicht sonderlich viel Zeug gefarmt, ne? Also, irgendwie. Oh shit, da hinten waren ja auch noch Mobs. Die waren im toten Winkel. Die waren im toten Winkel. Meine Herren, irgendwie kommt mir der Akku hier auch gar nicht hinterher. Also ich muss sagen, ich finde Inseln nicht so verkehrt, ne? Also einfach Insel-Spam ist nicht so verkehrt. Ich habe heute nochmal den Übergriff gemacht, muss sagen, so schlecht ist er auch nicht, wie ich dachte. Also den Übergriff mitzunehmen, lohnt sich vielleicht schon. Vor allem, du kriegst ja auch noch einen 10% mehr EP-Buff. Von dem her kann sich das schon rentieren, ja? Also wenn der Übergriff ist, also diese Invasion quasi in BFA, die mitnehmen. Und dann sonst Inseln-Spam finde ich eine ganz schicke Sache. Manche schwören auch drauf, hier nicht die Inseln zu machen, sondern Dungeons. Es gibt hier auch Leute, die Dungeon-Runs verkaufen. Das soll anscheinend sehr, ziemlich schnell gehen, ne? Das habe ich persönlich noch nicht getestet. Aber das wäre vielleicht auch eine Geschichte, die man machen könnte. Okay, ja, das ist immer nicht so gut, wenn man Kopfschmerzen hat. Echt, okay, eine Mille ist ja schon mal nicht schlecht. Nee, du musst nicht alle Gebiete durchquesten für die World Quest. Du musst nur mit einem Char freundlich, glaube ich, bei den drei Fraktionen sein. Dazu musst du nicht alles durchquesten.
Kuckucksformular hast du auch mit Gold bezahlt? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also musst nur freundlich sein, heißt, theoretisch kannst du es so machen, dass du alle Gebiete nur so lang questest, bis du freundlich bist. Das bist du relativ schnell, ja. Da brauchst du nicht viel rufen. Das musst du auch nur mit einem einzigen Char machen. Ich würde dir aber empfehlen, also wenn das dein erster Char ist, mach wirklich die Quest, weil die Story auch interessant ist, ja. Also so als Tipp. Für den ersten Char würde ich sowieso durchquesten, wegen der Story allein schon. Außer dich juckt es überhaupt nicht, dann kannst du sagen, ich mache nur, bis ich freundlich bin und mach dann den Rest. Genau, wenn du freundlich oder höher bist, dann kannst du mit den Twinks, hast du automatisch die World Quest. Dann musst du nur noch auf dem Boden Typen anquatschen und du hast die World Quest. Das ist das, was du dann halt noch machen musst. Mehr ist es dann halt nicht. Ja. Also, das ist dann alles, was du brauchst. Ja gut, wenn du auf dem Main eh alle Kapitel hast, dann passt es. Dann machst du Inselexpedition. Ja, vielleicht haben wir ja nachher noch irgendjemanden, der hier mitdingsen will. Irgendwie, ich kann mich jetzt halt nicht mehr so seitlich drauf flacken, weil der Stuhl mich halt schon ziemlich, ne? Oh. Ziemlich ein bisschen, reinpackt. Ist ein anderes Sitzen. Ich kann nicht ganz mehr so flezen wie auf dem alten, ne? Nicht mehr ganz so krass. Okay, die Katze spottet die ganze Zeit rein. Naja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ziehen wir lieber mal ein CD. Safety first hier. Oh mein Gott, die Katze spottet halt die Mobs schon wieder raus. Dann soll sie wenigstens immer im Cleave drin stehen bleiben. Freust du dich auf den neuen Raid? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, sieht ziemlich cool aus. Und ehrlich gesagt, Uldir, den Laden kann ich nicht mehr sehen. Ich habe das Ding clear und mittlerweile, nee, was will ich in dem Laden noch? Weißt du, das ist irgendwie so. Und wir reden hier nicht von NHC Clear, sondern von Mythic, ne? Also hier nicht so ein Gammeldings. Also von dem her. Oh shit, jetzt bin ich zu weit gerollt. Was, ob ich Sport mache? Ich sehe in den Armen so aus. Das trügt, weißt du? Nee, ich habe früher Kraftsport bzw. Bodybuilding gemacht, aber das ist jetzt mittlerweile, weißt du, seit einem Jahr oder so mache ich da nicht mehr so viel in der Materie her. Also im Moment bin ich ziemlich faul, muss ich gestehen. Früher war ich mal krass dabei, ja, aber das ist schon den einen oder anderen Tag her. Das ist schon den einen oder anderen Tag her. Mal gucken, was aus meinen Vorsätzen wird, ne? Ich habe mir ja jetzt, ne, hier, gute Vorsätze. Sind auf jeden Fall da. So wie jedes Jahr. Aber diesmal will ich es auf jeden Fall durchziehen. Ja, Vorsätze bis nachher. Und ich will eigentlich wieder loslegen. Ich habe ja früher eigentlich im Schnitt fünfmal die Woche bis eigentlich jeden Tag 2 Stunden trainiert, ne? Aber naja, die letzten 1,5 Jahre oder so kaum was gemacht, ne? Also. Was schade ist, ich war halt echt mal nicht schlecht dabei vom Training hier und allem, ne? Aber dann, es ist halt immer eine Zeitfrage, das zum einen, ne? Und es ist halt auch immer eine Sache, dass du es auch durchziehen musst. Du musst halt konsequent sein, du musst halt auch, wenn du keinen Bock hast, zum Training gehen, ja? Das ist halt immer so die Sache. Und Zeit ist eine Geschichte, die ich nicht immer habe. Das ist leider so. Wenn du dann halt auch noch, wenn du, wie ich, Fulltimes arbeitest, YouTube machst mit, schaust, dass du da möglichst jeden Tag ein Video machst, streamst noch, ne? Das ist halt. Und dann am besten dein Achievement-Zeugel noch schaffen willst, das ist halt, ja, Beweisbilder. Viele Bilder habe ich jetzt. Habe ich. Mal schauen. Na, ich kann. Beweisbilder. Habe ich noch irgendwas auf dem PC? Na, also vom Ding habe ich jetzt nicht so. Jetzt haben sie den Boss gepult. Warte, ich schau mal. Aber ich glaube, ich habe da keine Dingsbilder mehr. Nee, ich kann jetzt auch nicht viele Bilder zeigen.
Ich kann euch die zeigen, die ich schon mal gezeigt hat von der Party-Story, aber da sieht man halt auch nicht viel, ne? Da sieht man jetzt auch nicht viel. Warte. Soll ich die? Nein, die kommen ja dann auch im Video rein. Ich mache ja gerade auch die auf. Scheiß drauf. Warte, das hier. Kennt ihr das? Halt, nee, das kann ich euch nicht zeigen. Da habe ich nur ein bisschen Oberarme gehabt. So, warte, das ist jetzt ein bisschen zu nah. Das war Fasching, weißt du? Das war Fasching, da war ich als Ding unterwegs. Da habe ich aber auch schon nicht mehr so viel trainiert. Das war auch schon ein bisschen danach. Warte, was habe ich noch? Das sind die Faschingsbilder. Fasching unterwegs. Ja, egal. Die hatte ich schon mal gezeigt. Die kann ich jetzt zeigen. Aber sonst mu muss man auch schauen, dass man ein bisschen was privat lässt. Gute Arme, ja. Du, da hatte ich. Wie gesagt. Aber es ist halt schon, das ist halt schon ein Weilchen her, ne? Da hatte ich halt noch in der Uniform. Ja, die habe ich noch im Schrank, die habe ich noch im Schrank hängen, die Uniform. Ja. Jetzt muss ich den Dings wieder zumachen. Ja, meine Polizeiuniform und die Handschellen. Die hat mir so eine, die eine Tuse hat mir die Handschellen kaputt gemacht, ne? Hier. Das sind so billig Dinger, weißt du? Das ist halt. Ja, früher, ich war früher öfter unterwegs, weißt du? Das ist halt jetzt so, Mensch, jetzt nicht mehr so. Mehr am Zocken, weißt du? Okay, so, was machen wir denn jetzt? Ach so, die Folge ist, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde drüber. Gut, hier, ne? Ihr vergesst, dass ihr die Bilder gesehen habt. Und ja, mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.